Guten Morgen, liebe Bewohner. Es ist Sonntag. Fast hätte ich es vergessen. Doch Jona ist hier, um Rüben zu verkaufen. Doch nur bis Mittag, also zögert nicht zu lang, wenn ihr eure Vorräte aufstocken wollt. Und damit mache ich mich wieder daran, euch das Inselleben so angenehm wie möglich zu gestalten. Und ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu Animal Crossing New Horizons Happy Home Paradise. So. Mein Nook-Phone klingelt. Hallo, Toplay. Tom Nook hier, ja. Ich habe gerade mit Carlotta telefoniert. Das Music Festival, das die Ferienhausagentur gesponsert hat, ging problemlos über die Bühne, hä? Ah, das freut mich für alle. Ich habe euch allen natürlich die ganze Zeit die Tatzen gedrückt, ja. Oh, und sie sagte mir, dass deine Hilfe, alles an den Start zu bringen, unbezahlbar war. Gut gemacht. Wie dem auch sei, ich möchte dir als angenehmen Profiplaner eine gewagte Idee unterbreiten. Aber das geht am Telefon nicht so gut. Könntest du uns wohl im Service Center besuchen kommen? Natürlich nur, wenn du wirklich Zeit hast. Ich weiß ja, wie beschäftigt du bist. Ja, ich bin wieder zurück auf meiner Insel. Ihr habt sie jetzt die ganze Zeit nicht gesehen. Ich habe auch die ganze Zeit nichts gemacht. Und das werdet ihr wahrscheinlich jetzt auch feststellen. Denn alleine hier die ganzen Blumen. Mein Inventar. Was habe ich denn hier? Eine Nähmaschine, Immergrünesche, hier ist sogar noch eine Flaschenpost. Also ich habe wirklich hier gar nichts gemacht und ich muss jetzt hier echt ein bisschen, ich sag mal ganz grob, aufräumen. Würde ich sagen, fangen wir erstmal an und gehen jetzt erstmal ganz kurz... Ach, die Gyroiden durch. Gut, ja. Wir haben übrigens Frühling. Was ich auch schon mal sehr interessant finde. Und ich habe jetzt hier echt anscheinend einiges zu tun und... Oh nein. Blumen sind ja hier reines Chaos. Oh Mann. Guckt euch das mal an, was hier alles an Chaos herrscht. Hallo Jona. Ich habe jetzt aber keine Zeit für dich. So. Noch ein Gyroide. So. Jona, lass mich vorbei. Ich muss auf der anderen Seite gucken. Oh. Also hier kriege ich echt einiges zusammen. Oh, weia. Ja, ich könnte jetzt eigentlich rein theoretisch sagen, ey, passt auf, das war die letzte Folge Animal Crossing New Horizons Happy Home Paradise. Aber ich werde es jetzt noch 3 Folgen weitermachen. Also mit dieser 3 Folgen. Ja, weil es soll nicht einfach so, ich weiß nicht, so mitten in der Woche enden, finde ich doof. Für die Leute, die es dann natürlich alles nachträglich gucken, endet es natürlich nicht in der Woche. Die teilen sich das halt auf, wie sie das gucken wollen. Was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Habe ich denn überhaupt genügend Sternis dabei? Ja, okay. So. So. Vergraben. So. Und ja, bevor jetzt hier, ne? Jemand fragt. Ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Nach zigtausend Nachrichten, ich hab's verstanden. Ich weiß jetzt, wie man den Sternibaum hier umpflanzt. So. Und dann pflanze ich den dahin. Geldbaumspross. So. Muss ich nicht so weit suchen beim nächsten Mal. Gut, wäre jetzt auch nicht weit gewesen. Der hier vorne. Zählt ja mit zu meinen ersten Gängen, die ich immer mache. Ich glaube fast, da sollte nicht rosa wachsen. Oder wenn da rosa wachsen sollte, dann habe ich irgendwas Falsches gemacht. Wenn, dann soll rosa hier wachsen. Genau. Ich glaube, dich habe ich noch nicht.
Oho, ein Sandläufer. Nachdem ich dich gefangen habe, bist du erstmal nur Handläuf. Ein Handlaufkäfer. So, wir gucken kurz hier. Ich meine, ja, ich habe verpasst, die ganzen Käfer zu fangen im Januar und im Dezember, glaube ich, habe ich noch gefangen, ne? Aber, ja, ich habe einiges verpasst. Und jetzt muss ich erstmal hier, wie gesagt, ein bisschen Ordnung machen. So, da ist auch noch was, okay. Also ihr seht, hier ist echt einiges zu machen. Einiges zu erledigen. Und ich glaube nicht, dass ich das alles in einer Folge schaffen werde. Sternistein. Mit ganz viel Glück. Erstmal kurz gucken. Habe ich den Platz? Ja, den Platz habe ich gegebenenfalls. Nein, natürlich ist es kein Sternistein. Aber egal. Wir machen hier erstmal wieder ein bisschen Plus. Das Tolle ist, ich kann auch schon mein Haus ausbezahlen. Ups. Das hat ja auch einen Vorteil. Ich soll noch etwas Tolles kochen. Ist auch super. Nein, da muss ich jetzt auch runter. So. Gut, das ist geschafft. Ah, da ist noch ein kaputter Geroid. Okay, dann sammle ich den so auf. Ach, da ist auch noch was. Na. Ein angespülter Geroid. Können wir auch noch irgendwo pflanzen? Ich muss das mal verkaufen und... Ah! Ihr seht, ich habe so viel zu erledigen. So. So, dass ich den nicht vergesse. Jetzt müssen wir erstmal ganz kurz ein bisschen verkaufen gehen. Die machen Sportübungen. Wir haben aber noch einen Schneemann draußen stehen, ne? Darf man nicht vergessen. Hallo, hallo, guten Morgen. Willkommen im Nux-Laden. Oh, ein Safe, eine... Ach, Mann. Ich will bei euch was verkaufen. Ich will was verkaufen. Ja, wir dürfen leider aus steuerlichen Gründen keine Rüben. Bla, 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 bla. Ich weiß. Das will ich verkaufen. Das will ich verkaufen, das will ich verkaufen, das will ich verkaufen. Das will ich verkaufen. Ich weiß, das ist nicht viel, aber egal. Oh, gab sogar Geld dafür. Okay. Ich gehe dafür. Nuckmalen. Einen Ballon abschießen. Uff. Nee, ich muss erstmal die Sachen in mein Inventar bringen, sonst geht das nicht. In mein Inventar, in mein Haus bringen. Was ich auch nicht wirklich, ich sag jetzt mal, gepflegt habe. Hier ist noch alles voller Geroiden. Nein, nicht dazwischen stellen. So, wo habe ich mein Inventar?
Lebewesen, Mode, Teppich, Böden. Sind hier irgendwo die Geruinen? Nö. Lebewesen, Mode, Teppiche. Ich werde es ins Inventar packen. Ah, da. Oh cool, das ist wirklich praktisch. Danke für den Tipp an der Stelle. So. Dann kann ich die jedenfalls alle da schön an die Reihe packen. Habe ich noch einen Geoid? Nee, ne? So, dann kann ich die eigentlich jetzt erstmal alle schön an die Wand packen. Oh nein, Arnold ist da. Nein, warum jetzt, Arnold? Immer ist es Arnold. Der war doch gerade woanders. Ah. Arnold, geh. Ich hoffe, ich störe nicht, aber ich hatte gerade ganz spontan Lust, dich zu besuchen. Ist das jetzt ein Ernst? Musst du schon einen Schrittzähler füttern? Gute Idee eigentlich. Dann bis bald. Schnopf. Schnopf, Schnopf, Schnopf. Ja, ja. Schnopf dich auch mal. Bis. So. Ah, gut, meine Tasche ist voll. So, drehen, drehen und anbringen. Sind das die gleichen? Machen wir mal so schön. Mal gucken, sind das die gleichen oder nicht? Sind sie denn? Hä? Ah, die sind wahrscheinlich jetzt im Lager gelandet. Dazu Informationen? Ah, die landen im Lager. Okay. Ein Dumpfweed. Hatte ich jetzt noch einen? Nee, hatte ich nicht. Haben wir jetzt mal im Lager. Oder sonstiges, da sind sie doch. Knusprit, Knusprit. Ah, haha, ich hatte recht, das sind die gleichen. So, damit habe ich sie alle. Oder ist hier noch irgendeiner doppelt? Nein, ist es nicht. Und ich finde, das sieht schon viel besser aus, als wenn die hier so irgendwo rumstehen. Nein, da ist noch einer. Nein! Ach, Mann. Drehen, drehen und den letzten auch noch. Saitoid. Okay, ist das erledigt. So, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben ein Stickbild von Mama, ein Mini-Gewächshaus, ein Patchwork-Bett, einen Dosenstapel, ein Herzkäse, eine Hängematte, eine Immergrünesche, eine Nähmaschine, ein Silberabzeichen. Das Bett, das kommt dahin.
So, das heißt, das Bett kann weg. Und wir können da jetzt das Patchwork-Bett hinstellen. Und jetzt? Jawohl. Schön. So, jetzt hatte ich hier doch noch einen Teppich bekommen. Mist, da muss ich doch in die andere Ansicht gehen. Macht gar keinen Unterschied, wie ich ihn drehe, ne? Er sieht irgendwie immer gleich aus. Ich weiß nicht, stehe ich ihn mittig oder packe ich ihn doch unters Bett? Ich glaube, ich packe ihn unters Bett. Das sieht ein bisschen sinnvoll aus, aber das sieht doof aus. Das Bett eher so. Genau. So, was habe ich noch? Herzbouquet. Ah, das darf ich da oben drauf packen. Nicht, dass es mir nichts bedeutet, aber, ne? Hängematte, Immergrün-Esche, Nähmaschine. Achso, das ist die Nähmaschine. Es könnte so eine Ersatznähmaschine sein, rein theoretisch, aber egal. Haben wir noch? Mini-Gewächshaus, das kann ich eigentlich draußen hinstellen. Serenada-Bett, das kann eigentlich ins... Aus Inventar. Abstellen. Obwohl, nee, das sieht eigentlich ganz nett aus. Doch, das sieht nett aus. Das lasse ich. Das lasse ich. Hängematte. Nigiri-Sushi. Ins Lager. Lager. Ich eigentlich so gerne ins Lager packen. Da brauche ich das nicht. Aber nicht extra aufhängen. Ins Lager. Immer Grünesche ins Lager. Hängematte ins Lager. Dosenstapel, nein. Stickbild von Mama ins Lager. Und die ins Lager. Wow, ich bekomme langsam hier echt Luft. Man glaubt es kaum. Ich bekomme Luft. So, jetzt habe ich hier natürlich auch noch Dosen, die ich noch irgendwo hinstellen kann. Und das Gewächshaus sollte nach draußen. So. Damit habe ich jedenfalls Platz, hier ein bisschen Ordnung zu schaffen. Die Ruinen gehen mir echt langsam. Man genießt so ein bisschen die Ruhe und dann kommen die Ruinen. Nein, hört auf! So. Ich darf es nicht drehen. Why not? Jetzt darf ich es drehen. Danke. Das geht auch nicht. Da ist nämlich falsch rum. So. Da darf ich nicht durch. Ich glaube es nicht. Wieso darf ich das da nicht hinziehen? Ach, weil ich da stehe. Da
da ist nichts hinter. Wunderbar. So, dann geht's los. Das wird Aufräumarbeit, Leute. Nein, ich wollte das so machen. Genau so wollte ich das eigentlich. Einfach ein bisschen aufräumen, ne? So. Damit haben wir da schon mal ein bisschen Ordnung. Wie sieht es hier aus, ordnungstechnisch? Hier sieht alles in Ordnung aus. Wunderbar. Dann bringen wir mal die paar Blümchen da nach oben gleich. Obwohl, warte mal, wie viel Platz habe ich noch? Ich habe noch Platz, okay. Muss ich echt aufpassen, nicht, dass ich meine normalen Gewächse kaputt mache. So. Und weg damit. Und weg damit. So, jetzt muss ich hier. Glaube, hier ist nichts. Ne, glaube ich nicht. Ich sehe da nichts. So, hier hatte ich jetzt eigentlich die anderen gepflanzt, genau. Ihr könnt mir gerne sagen, wenn ich ein bisschen zu ins Detail gehe. Aber ich finde dann doch, das sollte ein bisschen ordentlicher aussehen. Klar, mehr Blumen sind gut, aber steigert das Ansehen der Insel, ne? Ja, ich glaube sogar hier kommen die hin, ne? Orange habe ich gelb. Gelb habe ich aber schon. Das heißt, das Gelb kann hier weg. Ah, oh, falsche Taste wieder. Aber ich habe hier ganz viel Braun. Oder Dunkellilie. Den Rest kann ich verkaufen. Die roten da oben habe ich auch noch nicht, ne? Nein. Kann ich die roten da auch noch mal wegmachen und woanders hinpacken? Und hey, die kreuzen sich übrigens von selber, wenn man sich nicht lange drum kümmert, ne? Wollte ich nur ganz kurz anmerken. So, dann stellen wir uns mal hier in die Mitte. Und pflanzen die Rot aus Meer. Aber ich glaube, die hatte ich noch nicht. Nein, die habe ich noch nicht. Dann muss ich natürlich aber auch wieder wechseln. In einen anderen Baumodus nämlich. Nämlich in den Inseldesigner. Und mich wieder aufregen. So, den Weg auswählen. Eins, zwei, drei, vier. Und jetzt schräg werden. Oder schräg werden. Jetzt einmal hier so drei. Falls wir noch eine andere Blumensorte gleich entdecken. Weil damit wächst mein Blumenfeld nämlich. So.
So. Nein, 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 nein. Ach, Mann, komm. Du bist doch blöd. So, Gelb habe ich schon, oder? Ja, Gelb habe ich schon, wunderbar. Das heißt, die kann ich einfach so normal wegmachen. Es war klar, dass das passieren musste, oder? Ach, Mann! Sowas kann echt nur mir passieren. Ja, Leute. Puh, das sind Aufräumarbeiten, ne? So wie wir sie kennen. So wie wir sie lieben. Jetzt brauche ich eine neue Schaufel. Halt, erstmal verkaufen wir hier ein paar Blümchen, ja. So, was habe ich denn im Angebot? Ich habe hier zack, zack, zack. Ich brauche die zurzeit nicht. Ich finde 80 Steinis. Warum nicht? Haben es besser als brauchen. Wollen wir denn die Schaufel... Ach, oh. Designer-Schaufel in Pink, Lilla, wie auch immer. Egal. Nein, das war's erstmal, danke. Vielen Dank, danke schön, danke, 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 danke. Ich sollte mich, glaube ich, erstmal mit meiner neuen pinken Schaufel auseinandersetzen. Ob ich hier erstmal noch... Ach du Schande, ist hier Unkraut. Oh Mann. Ihr könnt euch das ja ungefähr ausrechnen, was ich jetzt hier entsprechend gemacht habe. Ihr guckt einfach, wann ich... da auf den Inseln war, wann das alles losging und dann jeden Tag könnt ihr eine Folge rechnen und dann wisst ihr, wie viele Tage das waren und so viele Tage war ich nicht auf meiner Insel aktiv. Und ich glaube, da kommt ihr auf ein schönes, kleines Sümpchen. Und hier ist noch eine Rose, ne? So, hier ist noch ein Stein, den kann ich auch nochmal austesten. Ist nur ein Steinschein. Sei doch. Betrug. Aber okay. Als ob ich nicht rechtzeitig gedrückt hätte alles. Naja, egal. Schlimm ist ja, dass die... Oh, da ist mein Steinschein. Jetzt nicht dazwischen. Sekunde. Hatte ich dich schon? Ein Kohlweißling. Okay, gut. Den hatte ich schon. Gut ist, den Stein habe ich schon erledigt. So. Glücklicherweise schnell gewechselt. Noch ein Gyroid, nein. Gyhatoid. Die Gyroiden, die ich hier habe, ey. Hammer. Jetzt mal hier alles kontrollieren, was hier so ist. Der ist angeln. Okay, hier habe ich soweit Ordnung. Dann geht es in der nächsten Folge weiter von Animal Crossing New Horizons Happy Home Paradise. Wir werden erfahren noch, was Tom Nook von uns möchte. Wir werden hier entsprechend noch ein bisschen weiter aufräumen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wie immer danke ich euch fürs Einschalten, fürs Zuschauen, für eure Kommentare und so weiter und so weiter und so fort. Und sage bis zum nächsten Mal. Und ja, ich bin euer Tro, haut rein.
Tschüss.